Let's Play und ich begrüße euch zu diesem etwas anderen Video, nämlich morgen beginnt die Schule und ich habe jetzt gerade nochmal in Excel ein bisschen meinen Tagesablauf geplant und den wollte ich euch nochmal kurz ein bisschen präsentieren, dass ihr ein bisschen Bescheid wisst, wann Videos kommen circa und so. Also beginnen wir einfach mal, hätte ich gesagt. Am Montag, also das Blaue sind immer die Schlafzeiten. Und ja, wobei 21 Uhr habe ich da jetzt sehr früh eingemacht. Es wird wahrscheinlich jeden Tag später, aber ich schaue, dass es zumindest bei 21 Uhr, mich zumindest da ins Bett legen kann. Also um 6 Uhr stehe ich auf und dann bin ich am Montag von 7 bis 15 Uhr in der Schule. Und dann habe ich ab 15 Uhr Zeit. Und dann plane ich am Montag jede Woche um 18 Uhr ein Video hochzuladen. Das kann ich nämlich am Wochenende schön vorproduzieren. Und ja, wundert euch nicht, die Schlafzeiten und Uhrzeiten am Wochenende, die habe ich einfach rüber kopiert. Die stimmen eigentlich da gerade gar nicht. Fällt mir auf, das ist dieses orangene Markierte. Und am Dienstag habe ich sehr lange Schule. Da bin ich jetzt wirklich hier sogar noch später als 19 Uhr zu Hause. Und da habe ich maximal eine Stunde und da möchte ich Hausaufgaben machen, da geht gar nichts. Dafür habe ich am Mittwoch früher aus, da kann ich dann ein bisschen mehr machen, schon ab 14 Uhr etwas, am Donnerstag dann wieder ab 15 Uhr. Ich meine sicher, ich habe noch immer ein paar Hausaufgaben, aber da fallen ein, zwei Stunden vielleicht weg, das soll sich ausgehen. Und am Freitag habe ich jede zweite Woche bis 15 Uhr und jeweils in der anderen Woche dann bis 17 Uhr. Das heißt, da schränkt sich die Zeit ein bisschen ein, das geht aber auch. Und dann habe ich da auch noch zwei Stunden für einfach als Reserve und da kommt wahrscheinlich hoffentlich jede Woche am Freitag um 20 Uhr ein Video und vielleicht dann am Wochenende ein Stream oder am Freitag, irgendwie so werde ich das einteilen. Und was ich noch sagen wollte, die Videos sind sehr regelmäßig, vor allem im Vergleich zum letzten Jahr, das hat letztes Jahr nicht so gut geklappt, weil ich einfach jeden Tag Nachmittagsunterricht hatte, außer an einem Tag. Und das war schon zach und da hat man halt nicht jeden Tag Lust, irgendwas zu machen. Aber ich möchte jetzt zurückkommen wieder in die Schule. Ich habe einen schweren Umstieg gehabt und hoffentlich wird das jetzt dieses Jahr besser. Da möchte ich mich richtig reinlegen und ja, und dazu gehört halt auch ein bisschen YouTube wieder voranzubringen. Es war generell eigentlich ein sehr schlechtes Jahr, wenn man meine Hobbys betrachtet und die Schule. Und das möchte ich einfach wieder in den Griff bekommen und da hilft mir, glaube ich, so ein Zeitplan sehr. Also rechnet mit Montag und Freitag am Abend immer mit Videos und am Wochenende, nicht jedes Wochenende, aber hier und da mal auch ein Stream. Und am Freitag um 20 Uhr möchte ich dann immer einmal im Monat oder zweimal im Monat ein besonderes Video hochladen. Entweder ist es so wie Inselleben jetzt in dem Fall, deshalb habe ich alle zwei Wochen gesagt, es wird wahrscheinlich eh wieder nur jedes Monat so ein wirklich aufwendiges Video, wo ich viel vorbereiten muss, wo viel Arbeit hineinfließt, halt das schönere Video für den Wochenendbeginn sozusagen, für den Wochenendstart und dann, sobald Inselleben halt vorbei ist, möchte ich auch da, habe ich irgendwie überlegt, so zu News-Folgen zum Anfang, entweder von Simulationsspielen, wie ihr es vielleicht von den ÖPNV-Simulationen kennt, oder so eine Reportage einfach. Ich arbeite gerade und möchte auch noch viel mehr Arbeit hineinstecken in ein Video in eine Dokumentation über Huawei und den USA-Bahn, weil ich das sehr, sehr spannend finde, für Huawei und aber auch für die anderen Firmen, und so. Und ja, da gibt es halt vielleicht mehrere Videos dann in Zukunft. Sonst, falls ihr irgendwie Videovorschläge habt, gerne in die Kommentare. Was findet ihr von diesem Zeitplan? Schreibt es mir natürlich auch sehr gerne in die Kommentare. Vielleicht ändere ich noch was. Der Stundenplan ist derzeit noch nicht fix. Ich hoffe mal, dass es so bleibt, weil es viel entspannter als letztes Jahr. Und dann sehen wir uns hoffentlich öfters nächstes Schuljahr. Bis dahin, ciao, ciao.